Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von FootDraft. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode dieser sehr unkonstanten Serie hier auf meinem Kanal. Aber heute ist es soweit. Es geht heute hier mal wieder weiter, denn es ist Team of the Season Zeit und ihr habt es richtig erkannt. Es werden höchstwahrscheinlich keine Pack Openings kommen. Es wird höchstwahrscheinlich nichts Großartiges dazu kommen. Es werden Deal with Episoden kommen in Kooperation mit The Foot Underground. Schaut bei ihm vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, wenn das alles funktioniert. Wir haben momentan die Consistence drin und es wird ab und zu vielleicht mal ein Footdraft kommen. Ich habe keine Münzen, ihr seht es. Und ich bin auch nicht bereit, Geld für FIFA auszugeben in meiner momentanen Situation. Und dementsprechend werde ich das auch einfach nicht machen. Allerdings hat man in Footdraft ja die Chance, Team of the Seasons zu bekommen. Und da die Team of the Seasons ziemlich nice sind und ich mir die Teams anscheinend gar nicht angucken kann, weil warum auch, jetzt vielleicht immer noch Shop-Katalog. Was ist denn hier los? Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es ja die Möglichkeit, sich die Team of the Seasons einfach mal hier vielleicht so. Ja, das vielleicht geht so. Ja, es gibt die Möglichkeit, die Team of the Seasons in den, da haben wir's, in den Foot Drafts zu ziehen. Und deswegen möchte ich das natürlich probieren, denn wir haben da viele nice Spieler dabei. Quincy Promes zum Beispiel. Dann haben wir einen Dembele, der unglaublich stark aussieht und den ich zu gerne spielen möchte. Marquisio Busquets, Marquisio Clubeiti übrigens natürlich. Dann haben wir beispielsweise einen Jagoev, der in meinen Augen auch ziemlich stark aussieht. Kanté ist natürlich ultimativ genial. Areola sieht auch sehr, sehr stark aus. Benny Feilhaber eigentlich auch, wenn man sich das Ganze mal durch den Kopf gehen lässt. José Ernesto Sosa, ehemaliger Bayern-Spieler. Und Josip Iličić, man kennt ihn eventuell bereits von Swayback. Sieht alles sehr stark aus und wir, würde ich sagen, starten jetzt einfach mal durch mit einem Footdraft und zwar im Online-Draft und versuchen dann einfach mal eine Partie zu gewinnen. 15.000 Münzen und wer wird unser Kapitän? Die Formation, die wir spielen werden, ist, ja, gute Frage. Das 4-3-3 defensiv oder das 3-5-2? Ich bin fürs 3-5-2 und wir starten durch mit unserem Kapitän und das wird Lionel Messi, Team of the Year. Das muss ich aber mal, vielleicht schon mal ein 190er Draft. Den werden wir auf jeden Fall ins rechte Mittelfeld stellen und jetzt schauen wir mal, ob wir da ganze, oder ob wir hier irgendwie Team of the Season Spieler bekommen können. Torwart wird Petr Cech, Man of the Match oder Leno. Ich entscheide mich erstmal für Cech, denn das sieht ziemlich cool aus. Die Innenverteidigung besteht aus unter anderem Equiali Mangala. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Genauso wie Rojo. Und den nehme ich auch, denn den kann ich gleich nach rechts stellen. Dann ein Link zu Messi und zu Cech. Nächster Innenverteidiger. Und wir haben diesmal einen Inform Ramir, einen Inform Alderweireld, Bonucci, Laporte und Perin Bekoscielny. Wäre es natürlich schön, aber ich glaube, ich nehme Ramir, weil der halt, obwohl, nee, Alderweireld, weil er in der Premier League spielt. Und weil ich den ehrlich gesagt ziemlich nice finde. Wobei, so gesehen seht, Ramir auch nicht schlecht, aber ich nehme Alderweireld. Nächster Innenverteidiger, der dritte, nee, der letzte, und das ist Koscielny, den ich bekomme. Das ist natürlich ideal, den nehmen wir da direkt mal rein und stellen ihn hier in die Mitte, damit wir da schon mal den Stronglink haben zu Petr Cech. Das ist natürlich stark. Das zentral-defensive Mittelfeld, gib mir ein Team of the Season. Ich bekomme keinen Team of the Season, aber ich bekomme einen französischen Sechser aus der BBVA. Und das ist natürlich klasse, denn so können wir Laurent Koscielny und Lionel Messi verlinken. Der zweite Sechser, vielleicht jetzt der Team of the Season. Nein, es wird aber die Möglichkeit, das Ganze mit Iborra weiter bei Sevilla zu machen, denn der ist ja Sechser vom gleichen Verein, passt dementsprechend ganz gut dazu. Nehmen wir. Das linke Mittelfeld, ein 190er Draft wird es nicht, aber wir bekommen einen weiteren Spieler von Sevilla, und zwar Yevgen Konoplyanka, und das wäre natürlich eine Möglichkeit. Suarez, Arnautovic, Kone, Sterling ist natürlich auch nicht schlecht, allerdings hat Konoplyanka halt den Strongling, deswegen nehme ich den auch. Auf der 10er-Position wird es jetzt der Team of the Season. Das sieht ganz schlecht aus. Romagnoli spielt beim gleichen Verein wie Buffarini, aber das bringt natürlich gar nichts. Und deswegen nehmen wir hier einfach mal Ravel Morrison. Stürmer-Position wird es jetzt Team of the Season-artig. Nein, aber es gibt Antoine Griezmann. Und der sieht natürlich mehr als stark aus mit seinen 3 Stats über 90. Deswegen nehmen wir den einfach mal da vorne in den Sturm rein. Hat natürlich auch einen Link zu Messi, was sehr schön ist. Und der letzte Spieler von den regulären Karten wird ein Team of the Season. Es wird Josip Iličić, aber wir bekommen auch Karim Benzema und Higuain. Und das ist natürlich jetzt eine Abwägungssache. Und da wir bisher natürlich einfach Benzema am besten reinpacken können, werde ich den auch nehmen und hoffen, dass Iličić noch später mal auftaucht. Das Team sieht an sich ganz stark aus. 94 Chemie haben wir schon mal. Wenn wir einen Spieler hier aus der BVA bekommen, sieht das sehr, sehr stark aus. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem Torwart erstmal und schauen, wen wir da auf der Bank bekommen werden. Und es wird immerhin 87er Rating mit Gigi Buffon oder Mondondan. Nein, ich nehme die Legende. Ich nehme Gigi. Der nächste Verteidiger wird kein Team of the Season, aber es ginge ein Man of the Match.
Ich entscheide mich auch für die 96 Pace-Hure Hector Bellerin. Ein weiterer Spieler auf der Ersatzbank und das sieht doch mal richtig stark aus. Thiago Silva, Boateng, Manolas, Hummels, Chiellini, wir können keinen so wirklich gebrauchen. Aber wir nehmen natürlich die höchstbewertete Karte und das ist Thiago Silva. Noch ein Spieler für unsere Defensive. Nein, es wird ein bisschen offensiver und zwar mit Hatem Ben Arfa. Und das ist auch alles andere als schlecht, denn wenn wir die First Inform-Karte ist, das leider Gottes, da reinstellen, dann haben wir hier schon mal auf jeden Fall 97 Chemie. Ein Five-Star Skill, ein zentraloffensives Mittelfeld und das sieht chemietechnisch doch gar nicht mal so schlecht aus, würde ich behaupten. Der nächste Spieler, die nächste Chance auf ein Team of the Season. Nein, aber James Rodriguez. Und das ist der, den wir brauchen, denn das ist ein Spieler aus der BFA und der würde unser Team auf 100 Chemie bringen. Und das ist natürlich schon mal sehr, sehr schön. Wir hoffen weiterhin auf ein Team of the Season, aber wir bekommen den normalen, den normalen Candreva, Man of the Match Cavani, Kane und natürlich Gareth Bale. Und den werden wir definitiv in unsere Mannschaft holen. Team of the Season Hype, kriegen wir endlich einen? Nein, aber wir bekommen immerhin Angel Di Maria, Tachtides, Trippier, Pereira, Gaetan, dann nehmen wir den höchstbewerteten natürlich. Eine weitere Chance auf ein Team of the Season, leichtfertig vertan, denn das sieht hier alles andere als gut aus. Und dann nehmen wir Philipp Anderson. Blau, 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 nein, Iñaki Williams. Blau, 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 jawohl, da haben wir doch mal ein Team of the Season, sogar gleich zwei, und zwar Lopez und Ruiz, allerdings auch Dimitri Payet. Ich entscheide mich aber für Ruiz, einfach weil er im Team of the Season ist. Und ich eine blaue Karte haben möchte. Die nächste Gelegenheit für einen Team of the Season Spieler wird uns vertan, aber wir bekommen immerhin einen Hernani, der auch alles andere als schlecht aussieht. Baumann und Coit. Coit ist eine Legende, aber Hernani sieht schon ein bisschen stärker aus. Die letzte Karte, die letzte Chance auf einen Team of the Season in diesem Foot Draft. Und es wird kein Team of the Season, aber es wird nochmal die Möglichkeit auf eine Legende mehr oder weniger. Und zwar Diego Milito und die nutzen wir natürlich. Und jetzt haben wir unser Team auf 100 Chemie theoretisch. Aber ich guck mal, ob ich da noch irgendwas rausschlagen kann. Man kann nicht mehr, würde ich jetzt machen. Ich habe die Bank nochmal ein bisschen verändert. Natürlich werden wir Ruiz mal ausprobieren. Wir werden Bale ausprobieren. Und wir werden wahrscheinlich auch Ben Arfa oder Williams ausprobieren. Einen von den beiden werde ich, denke ich, mal einwechseln. Das lasse ich mal noch offen. Aber zunächst einmal brauchen wir Manager aus der Barclays Premier League. Und vielleicht bekommen wir da einen. Haben wir zumindest 8 Chemie. Jawohl, das sieht gut aus. Steve McLaren nehme ich aber nicht, weil den mag ich nicht. Ich nehme Gary Monk. Und damit sind wir fertig mit unserem Draft. Und das ist immerhin ein, ich glaube, 186er müsste es sein. Ne? Ja, 186er Draft ist ja gar nicht mal so schlecht. Wir haben Team of the Season, wir haben Team of the Year Messi und wir haben ein richtig starkes Team, mit dem wir jetzt hoffentlich einiges reißen werden. Ab geht's. Bisher habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich Footdraft auf YouTube gespielt habe. Und diesmal ist es immer ein Team mit 87 Chemie, auch mit dem Team of the Season Spieler. Und zwar Areola und der hat sogar noch volle Chemie. Haben wir Pogba auf voller Chemie, Koulibaly, Varane auf voller Chemie. Ansonsten, naja, Neymar auch auf voller Chemie. Das hat gar nicht so wenig Chemie, wie es eventuell aussieht, aber es wird auf jeden Fall, so nicht einfach. Eigentor. Warum genau? Also, ich hab, okay, dann kriege ich so kostenlos Packs, das ist natürlich auch schön und der hat mir sogar den Sieg geschenkt, also nicht einfach so gequittet, das ist natürlich GG. Die nächste Gelegenheit zu zeigen, was wir drauf haben gegen, 98 Chemie, Man of the Match Messi, Hero Messi. Dazu haben wir ein Team of the Season Jimenez und Team of the Season Areola. Inform Godin, Inform Layun, Inform Gaspar, Inform Nzonzi, Inform Isco, Inform Benzema, Inform Aguero und James Rodriguez als einzige normale Karte. Das wird schwer. Das war ganz, ganz stark gemacht von Messi, mit dem ich übrigens überhaupt nicht umgehen kann. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann mit diesen ganzen, ich kann auch mit Ronaldo dieses Jahr gar nicht spielen. Benzema hat das ganz stark gemacht und dann kommt er nicht zum Abschluss. Das ist natürlich bitter. Das ist doch kein Foul, das ist doch nur beigespielt, Giri. Anscheinend ist unserem Gegner der Team of the Season Areola zu unsicher, deswegen hat er einfach mal einen Neuer jetzt gebracht. Ich hoffe, das ist nicht die Team of the Year Variante. Und ich hoffe, dass Messi jetzt keine Faxen macht hier gegen uns. Oh, Tschech. Die Chance für Messi und mit rechts macht er ihn dann rein. Ja, der Gegner ist wirklich stark. Der steht vor allem defensiv extrem stark und ich kann absolut vorne nichts bisher hinkriegen. Das ist ganz, ganz schwach, was ich da zeige. Ich muss mal irgendwas ändern, aber ich weiß nicht was. Schöner Ball auf James, aber Neuer ist natürlich da und faustet ihn noch raus. Das war eine ganz starke Parade von Tschech wieder, aber ich weiß nicht, wer geschossen hat, wenn das... Ne, James war es mit rechts zum Glück.
Aber jetzt Messi und das kann ich nicht ab, aber Jevgen Konoplyanka erobert sich den Ball zurück und jetzt vielleicht mal eine Kontersituation, das wäre natürlich gut. So, Konoplyanka auf Benzema, schlecht gespielt, aber in 20 kriegt nochmal den Ball. Jetzt nochmal Benzema, kann sich da durchsetzen. Kontersituation ist noch nicht gelaufen. Wir haben die Chance auf den Treffer, Benzema. Ja, ich hab's aber nicht drauf. Und jetzt der Ball auf Antoine Griezmann und der ist nicht im Abseits, aber Godin ist auch schnell. Und ich bin so dumm, warum mache ich da eine Ballrolle? Ich wusste ganz genau, dass es nicht funktionieren würde. Ich mache es aber trotzdem. Benzema, das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, was ist daran denn, faul Schiri, Mann? Was zur Hölle ist das? Ich meine, gut, dass jetzt anfängt zu laggen, ist natürlich auch unglücklich. Oh Mann, Benzema, der ist echt schwach. Unglaublich schwach. So, jetzt kommt er, der Team of the Season, Ruiz. Mal sehen, ob der noch irgendwas bewirken kann. Ich bin sehr gespannt. Boah, wirklich sehr gespannt. Mann, was ist das für ein Scheißpass? Ganz ehrlich, den kannst du sonst wohin spielen, aber doch nicht dahin. Und er kriegt ihn nicht mal wieder gegen diese Schwuchtel von Agüero. James kriegt ihn auch nicht rein. Messi, James. Oh, das ist unglaublich. Abstoß, natürlich. Alles klar. Er verliert den Kopfball gegen Agüero. Er ist 1,94 groß. Ja. Bale. Oh mein Gott. Warum direkt auf den Mann? Ach, warum direkt auf die Flanke auch so schlecht? Was soll das sein? Ich meine, dieser Pass ergibt ja nicht mal im geringsten Sinn. Ruiz, ich fasse es nicht. Es ist wirklich Brian Ruiz oder Brian Ruiz, wie man mal aussprechen möchte, aber eigentlich ist er Brian. Ich fasse es nicht, ey. Das kann ich schwer gar nicht glauben. Viel zu spät, er ist abgeschlossen. Eigentlich wollte ich da gar nicht schießen, aber er ist drin. Das ist mir alles egal. Wir gehen in eine Verlängerung. Iñaki Williams, gerade eingewechselt. Das wäre natürlich jetzt die Story gewesen, aber den kriegt er nicht ins Tor. Mein Gott. Also Iborra kannst du wirklich nicht vorne gebrauchen. Das ist ganz schlimm. Ich meine, wo sollte dieser Pass gerade hin? Jetzt der Ball auf Bell, der ist nicht im Abseits, der ist schnell ge... Was soll das sein? Was soll das sein? Beim besten Willen, was ist das? Also wo da... Wenn daraus ein Tor fallen sollte, ne, dann... Dann weiß ich es nicht. Seit dem Tor hat er eigentlich... Also seit meinem Tor hat er nichts mehr, wirklich gar nichts mehr hinbekommen. Und angeblich soll das ein Freistoß sein, also ich weiß nicht. Oh, Ruiz, es wäre so gut gewesen, es wäre so schön gewesen, hätte er das Tor gemacht. Messi, ich fasse es nicht. 120. und er macht ihn einfach rein. Gott sei Dank. Auf den starken Linken und dann einfach reingeschweißt. Oh, ist das schön. Ist das schön. Eigentlich hatten wir dieses Spiel schon verloren. Aber wir haben es geschafft. Dank Brian Ruiz, der natürlich Man of the Match ist, auch noch eine Torvorlage gemacht hat. Und dank Lionel Messi. Ach, ist das schön. Gott sei Dank. 10-6 Schüsse. Im Endeffekt war es auch verdient. Gar keine Frage. Das war's von dieser Footdraft-Episode. Das reicht mir an Dramatik. Ich versuche jetzt diese Packs zu bekommen. Ich würde sagen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.